Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, hier zurück zum Car Manufacturer. Sechster Teil, ja, eigentlich effektiv der fünfte, aber laut der Hierarchie ist es der sechste. Ihr wisst ja, der zweite war eine spezielle Ausnahme. Machen wir auch nochmal. Test, 1, 2, 3. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, hier zurück zum Car Manufacturer. Ja, ich möchte mich erstmal bei allen von euch, die hier eingeschaltet haben und ja auch die letzten Folgen regelmäßig reingeklickt haben, mich ganz herzlich bedanken, denn das Projekt kommt sehr gut bei euch an und das freut mich natürlich. Ich hatte schon die Befürchtung, wo ich es gekauft hatte und die erste Stunde, das erste aufgenommen hatte, das erste Video, dass es vielleicht unter Umständen nicht so prickelnd sein könnte, was vielleicht die Masse hier trifft. Ich bedanke mich also, wie gesagt, ganz herzlich dafür, dass ihr wirklich das gesuchtet habt bis jetzt und ich hoffe, das bleibt auch dabei. Als zweites möchte ich mich bedanken bei allen, die so fleißig in die Kommentare getippt haben, ob das jetzt Tipps waren, ob das jetzt Vorschläge waren, ob das jetzt vielleicht auch mal eine kleine Kritik war an der Spielweise. Alles ist willkommen und ich lese mir das natürlich auch alles durch. Es dauert manchmal ein bisschen, bis ich antworte. Das kann schon mal einen Tag dauern. Für alle, die es nicht wissen, ich gehe ziemlich lange arbeiten. Ich habe so eine 60 bis 80 Stunden Woche und nehme das dann meinen freien Tagen auf oder so wie jetzt diese Folge gerade am Donnerstagabend nach meiner schönen Schicht, nach meiner schönen Tagschicht und versuche dann das Beste draus zu machen. Gut, okay, soviel erstmal dazu. Ich habe am Sonntag die ersten 5 Teile aufgenommen hintereinander und natürlich habt ihr da einen gewissen, ja, vielleicht Vorsprung oder mehr Erkenntnis, weil ihr vielleicht bei den anderen reingeschaut habt, die das gezeigt haben, ob das deutsch- oder englischsprachig ist, ist dabei ja völlig egal. Oder ihr habt es selber gekauft, gespielt und habt da schon die letzten 5 Tage mehr getestet als ich. Wie gesagt, ich habe es Sonntag aufgenommen. Ich muss immer vorproduzieren, weil ich halt, ja, wie gesagt, ja, arbeiten muss. Genau wie jeder andere auch. Gut, ich lasse mal auf der langsamsten Stufe erstmal kurz weiterlaufen. Folgendes, ich habe mir eine kleine Plan gemacht, was wir mal ganz kurz durchgehen. Also die ganzen Tipps, die ihr mir gegeben habt, die sind natürlich wunderbar und finde ich auch total genial, weil die auch funktionieren. Denn wenn du nämlich hier zum Beispiel mal das hier drauf drückst und nochmal drauf drückst, dann hast du nämlich die unterste Form. Ja, wir machen das nochmal. Jetzt haben wir das Regal. Ja, könnte man das Regal wegnehmen. Und wenn du noch ein zweites Mal drauf drückst, dann hast du auch hier unten, siehst du, kannst du jetzt das Ganze wegnehmen. Also das ist wirklich ein super geiler Vorschlag und beziehungsweise Tipp, den ich gerne natürlich annehme. Ich habe das alles schon mal ein Stück nach drüben versetzt. Warum? Weil wir das natürlich ja korrigieren werden. Auch da war ein Tipp da, das stört meinen inneren Monk, mich persönlich ja auch. Aber ich blende es einfach mal für den Moment aus, dann stört es auch keinen. Wir werden uns gleich damit befassen. Es gab auch Hinweise, was der Lohn so eine gewisse Sache ist. Oder dass ich die Preise erhöhen soll. Und ich habe vom Anfang an gesagt, ich habe ja deswegen diesen zweiten Teil gezeigt. Der zweite Teil war meine erste Produktion mit 300%. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, mir hat das keinen Spaß gemacht, denn das Geld fließt in Strömen. Ich weiß es ja, ich habe es ja gesagt, vielleicht hat es der ein oder andere von euch nicht gesehen, der kommentiert hat, ich soll die Preise erhöhen. Es ist mir zu langweilig. Sage ich so, wie es ist. Wir können hier alles bauen mit dem Geld, was reinkommt. Wir verkaufen nicht so viel, wie wir jetzt verkaufen müssen oder wie wir verkaufen tun. Aber wir schwimmen im Geld und das macht mir persönlich keinen Spaß. Warum soll ich im Geld schwimmen und alles schnell durchmachen? Nein, warum? Weiß ich nicht. Also ergibt sich mir nicht aus dem Kontext. Ich habe gesagt, ich möchte es zeigen und das ist der erste Teil gewesen, den ich dann als zweites aufgenommen habe. Ja, der original erste Teil ist der zweite Teil hier, ich habe ihn eingefügt, damit ihr den Vergleich sehen könnt. Und das ist immens der Unterschied. Wir arbeiten mit 70% Profit, auch nicht mit 90%, wenn das vielleicht auch im Tutorial vorgeschlagen wurde. Wie gesagt, ich habe mir alles durchgelesen, aber ich will es gerne so zeigen. Das heißt, wir sind ein bisschen langsamer unterwegs. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich zum Beispiel auch das in 5 Jahresschritten machen oder vielleicht auch in 6 oder 7 Jahresschritten und das Ganze dann zu 30, 40 Minuten zusammenschneiden, dass das so ein bisschen besser aussieht. Ja, das ist vielleicht ein paar gewisse Schwachstellen, die wir dazwischen haben, ausgeblockt werden oder ausgeblendet werden und ihr da vielleicht hier schneller mit mir vorankommt. Aber ich sage es nochmal, mir fehlt einfach die Zeit. Ja, ich habe einen Job wie jeder andere auch und ja, so ist es halt. Ich wollte das nochmal geklärt haben. Ich werde hier also nichts dran verändern. Die Tipps, was so gewisse Sachen angehen oder Einstellungskriterien von den Mitarbeitern oder, ist alles gut und schön. Auch der Hinweis mit den 300%, dass man natürlich dann weiterkommt und wir nach 6, 7 Folgen fertig sind, sage ich jetzt mal ganz blöd. Ich muss nicht um 1900 fertig sein, habe die ganze Sache hier erobert, gebaut, gemacht und gemehrt, ja. Habe alle Forschungen
und das Spiel ist zu Ende. Nach 15 Jahren. Wir sollten hier, auch wenn das Spiel noch das noch nicht bietet, ein bisschen bei der Realität bleiben. Und um 1900, da muss ich euch ganz ehrlich sagen, da war dieses Modell wohl aktuell und die ersten zwei, die wir hier haben. Ja, also diese zwei waren aktuell. Diese, das könnte schon ein bisschen kritisch werden hier. Aber der auf alle Fälle war da auch schon um die 19. Jahrhundertwende aktiv. Ja, also das kam mindestens 10 Jahre später, die ersten Modelle, vielleicht sogar 15. Ne? Und da redet man hier von 20er, 30er Jahren, eher 30er Jahren, ne? Vielleicht so Ende 20er. Das ist auch so 15, 20 eher, ne? Und das ist so vielleicht so, ja, so um die 1910, 1915 vielleicht. Ne? Also wir sind 1895 und haben ein Modell, was 25 Jahre später, 30 Jahre später erst auf den Markt kommt. Wir haben Fließband, was es auch zu der Zeit noch nicht gab. Es wird immer der Henry Ford gerne genommen, der das Fließband erfunden hat. Na, sagen wir es mal so, hat er nicht. Er hat es nur in Masse eingesetzt und dadurch konnte er Preise senken. Ja, das ist eine Realität. Die Konkurrenten, die kleinen Konkurrenten, die es heute nicht mehr gibt, die vielleicht Ford aufgekauft hat oder alle gemacht hat mit seiner Preispolitik, die waren die Erfinder. Einen Namen, wer es genau war, ist schwer rauszufinden, aber ich glaube, das ist bestimmt auch nicht dokumentiert. Ich habe es zumindest nicht gefunden, um das mal euch zu sagen. Aber es war nicht Henry Ford, der hat es nur in Masse umgesetzt und für ihn hat sich das gelohnt, ja. Des Weiteren habe ich auch ein Automobilbuch. Ich habe auch gewisse Sachen falsch gesagt. Und zwar die Chronik des Automobils. Das ist, wen das interessiert, das ist ein sehr altes Buch, was ich hier liegen habe. Habe ich mir irgendwann mal in die 90er Jahre gekauft, glaube ich. Nicht 1890, sondern 1990. Und das ist wirklich vieles erklärt, ja. Ich habe auch ein bisschen ein paar Dinge falsch gesagt, da können wir auch nochmal reinschauen, hier bei den Fahrzeugen. Ne? Ihr seht dann hier 12,8 Liter Motor und dann habe ich hier 14 Zylinder oder so gesagt. Weiß nicht, wo ich das hier hatte, keine Ahnung. Das ist natürlich dann nicht so unbedingt das Richtige, ja. Was ist das überhaupt? Keine Ahnung. Ich gehe mal raus hier. Wir haben, warte mal, ich gehe mal hier unten hin, hier kann man es vielleicht besser sehen. Ich nehme mal das Modell, der unser aktuelles. Wir haben in den technischen Daten, können wir mal hier gucken, das ist es nicht. Gut, das ist es nicht, das ist die Werbung. Irgendwo haben wir das stehen, ja. Ich muss mal, vielleicht gehen wir mal hier rein und können mal ändern. Vielleicht, ja, also hier, na, das ist ein i4. Könnte man jetzt nachgoogeln, der eine aufmerksame Kommentator hat geschrieben, das ist ein Reihenmotor i. So war mir das eigentlich auch bewusst, aber ich habe es nicht wirklich genau gesehen. Wenn man im Aufnahmemarathon ist, kommt man vielleicht auch mal durcheinander. Es scheint ein i4 zu sein, wie das hier ein i6 ist. Das steht also für Reihenmotor 4 Zylinder, Reihenmotor 6 Zylinder, so oder ähnlich. Am Ende, ob das jetzt von mir jetzt so falsch oder richtig war, ist vielleicht auch nicht ganz so wichtig. Aber für die, die es wissen wollten, habe ich das jetzt nochmal gerade gestellt und so, das ist der Punkt. Okay, ich denke, damit sind wir auch erstmal durch, aber ich musste das mal so gesagt haben. Ich danke euch wirklich ganz herzlich, dass ihr wirklich so dabei seid und dass euch das so gut gefällt. Das freut mich, weil, ja, es ist ja manchmal immer verschwendete Zeit manchmal, wenn man mal ein Let's Play macht und das ist dann ärgerlich, wenn sich das 30, 40, 50 Mal anschauen. Und das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer mit euch. Dafür nochmal meinen ganz herzlichen Dank und dass ihr mir die Kommentare so dabei seid, egal was es ist. Ich sag's nochmal, ich wäre an den Sachen, an den Preisen mit den 70% werde ich nichts ändern. Ich habe von Anfang an gesagt, wir spielen das so und wir wären ganz schnell von dem ersten Modell hier, werden wir wegkommen müssen, weil hier unser Gewinn 113 Dollar war. Hier waren wir bei 307, hier waren wir bei 310, hier waren wir bei 230 oder sowas am Gewinn, ja. Was, also der Reingewinn ist das hier unten, ja. Unser Einkommen 70% von den Kostenteilen sind dann das Einkommen, unser Gewinn erstmal. Vor Ausgabensteuern etc., allem Möglichen, was wir hier so haben. Das ist natürlich nicht viel und deswegen müssen wir immer schneller auf das nächste Modell gehen. Hier haben wir jetzt 532, ist momentan unser bestes Modell. Wenn wir nur das herstellen würden, wird man auch natürlich dementsprechend dann das hier bekommen. Und wir können gerne mal gucken in die Verkäufe. Wir verkaufen, ich mache mal ganz kurz nochmal Stopp, damit wir es nochmal haben.
Wir verkaufen mit unserem Buick-Modell, hier ist das ein Buick, ja, ist ein Buick, ne? Genau, hier steht's. Verkaufen wir momentan so, ich würde mal sagen, 12 Stück haben wir dieses Jahr schon verkauft. Was haben wir für ein Jahr? Genau. Es ist der Dezember, es wird bald zu Ende gehen, wir haben 12 Stück verkauft. Wir haben von unserem, ich nenne es jetzt mal T-Modell, unserem Mercury, haben wir ebenfalls so 14 verkauft. Ich sage jetzt mal 14, 15, da sind wir so ungefähr bei 30, ja. Dann von der größeren Limousine würde ich mal sagen, vielleicht so 8, da sind wir bei 38. Und von dem haben wir gerade das angefangen, da haben wir 3 Modelle schon verkauft, das ist ja unglaublich. Ist das ehrlich wahr? Ja, ist schon wieder eins fertig. Dann sage ich mal 30, da sind wir bei, was war das letzte jetzt? 38, da sind wir ungefähr bei 41 Modellen. Wenn wir jetzt im Schnitt $400 nehmen, sind wir bei ungefähr 16.000 Reingewinn. 40 mal 400, ja, genau. 4 mal 4 sind 16, genau. Sind wir ungefähr bei $16.000, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Warte mal, 4 mal 4 sind 16, ja, irgendwie muss das stimmen, glaube ich. Also $16.000. Das sehe ich jetzt persönlich nicht so, weil wenn wir mal in die Bilanz schauen, dann sieht das hier ein bisschen anders aus. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier Investitionen in neue Werkzeuge. Das ist nämlich die ganze Sache, die ich hier gesetzt habe. Ja, die frisst uns natürlich den Gewinn weg und dann merkt man das auch nicht hier auf dem Konto. Ja, wir müssen also da ein bisschen haushalten mit den Investitionen. Wir müssen ebenfalls ein bisschen haushalten mit den Teilen. Gut, da können wir nicht haushalten, aber wir können es vielleicht ein bisschen steuern, dass wir nicht 3 vorsorgen, sondern plus 2 oder bei manchen Produktionen Linien plus eine. Anzeigen ist wichtig, brauchen wir nicht steuern, müssen wir reinhauen. Werbung ist immer wichtig, Werbung zahlt sich auch aus. Das ist ein Gesetz der Marktwirtschaft, das war schon immer so. Ja. Kann natürlich auch ruinös sein, wenn man die Werbung falsch betreibt. Was haben wir noch für ein Problem? Mitarbeiter. Mitarbeiter haben wir gesenkt. Ich glaube, dass wir aber auch hier bei den Verkäufern da noch eine Schiene senken könnten. Ich glaube, da sind 4 Mitarbeiter. Auch irgendwie Luxus, habe ich den Eindruck. Wir haben hier 2, hier der dritte und hier ist der vierte. Ich bin mir nicht sicher, ob wir vielleicht mal gucken, ob wir hier einen Beschäftigungszeitraum 5, der ist ebenfalls 5, der ist 9 und der ist 10. Wir können mal gucken, wie die so drauf sind. Das sind alles Dreier, definitiv. Der will 16, der will auch 16, der will 15 und der will 15. Das ist aber jetzt für mich kein ausschlaggebender Punkt, sondern ich würde einfach mal sagen, wir schicken einen davon jetzt hier in Rente, mindestens einen. Das ist für mich jetzt mal so die Tatsache. Genau. Den kann ich jetzt nicht mehr anklicken, weil wir den in Rente geschickt haben. Gut. Und ich würde auch den zweiten hier. Ich würde es gerne weiter probieren mit 2. Ich glaube, wir haben jetzt 2, 3, 4, 5 Kunden hier drin. Und ich glaube, dass das ziemlich schnell geht mit dem Verkaufen. Deswegen haue ich die 2-mal raus. Das heißt, hier sehen wir auch, noch sind sie da. Ja, ich muss mal gucken. Beschäftigte und wir haben die hier drin. Ne? Die müssten also verlassen die Fabrik und der verlässt auch die Fabrik. Also das sollte passen. Genau. Gut, dann haben wir das schon mal rationalisiert. Für dieses Modell würde ich gerne die Werbung runterdrehen. Das habe ich nämlich schon gemacht. Ja, ebenfalls glaube ich, dass wir bei diesem Modell mit 450 die Werbung auch mal runterdrehen können. Es sollte trotzdem ein bisschen steigen. Im Grunde mit 1. Mit 1,4 sogar. Jetzt muss ich nochmal gucken. Wenn wir die hier reinnehmen. Warte mal. Wenn wir die reinnehmen, bleibt es bei 1,4. Das heißt, die Werbung macht 15%, 38, 39, okay, das sind 1, dann fallen wir hier auf 1,2, über 1,2 geht es dann trotzdem weiter. Und wir sparen hier $15. 15 mal 12 sind $180, das ist schon mal eine kleine Hausnummer. Dieses Modell kann noch Werbung vertragen und dieses auf jeden Fall auch. Ja, die beiden lasse ich mal in der Werbung drin. Da können wir nochmal den Wert des Fahrzeuges als auch die... den Ruf der Firma, du das ja auch gleichzeitig nach oben pushen, das können wir auf alle Fälle uns leisten. Und dann kommen wir auch zum Forschungsbaum. Ich würde jetzt gerne ein bisschen Geld ausgeben, aber wartet mal, ich lasse es mal so dezent im Hintergrund weiterlaufen. Wir werden gleich mal Gas geben. Vielleicht können wir auch mal richtig Gas geben. Ich gebe mal richtig Gas. Und ich wollte gerne mit euch hier ein bisschen Geld noch ausgeben und zwar für Werbung. Und zwar wollte ich gerne die Flyer freischalten. Ja, das heißt, wir können jetzt... Ich habe es mal gemacht. Wir können jetzt bei der Werbung hier für das Fahrzeug eine dritte Stufe organisieren und die kostet uns auch dann im Jahr $300 extra für dieses Modell. Und ich glaube, dass sich das auszahlt und ich glaube, auch dieses Modell zahlt sich dafür aus. Das heißt, wir haben $30 eingespart und geben 50 aus. Das heißt, wir haben eine Mehrbelastung von 20 und das wird diesen Modellen auf alle Fälle zugutekommen. Schaut mal, wie sich das verkauft. Also das geht wie weg, wie warme Semmeln und wir haben trotzdem ja, die Verkäufer hier, die sich, glaube ich, darum kümmern, sind auch mehr oder weniger motiviert und Energie haben sie auch. Die Leute müssen sich nur entscheiden, hinzusetzen und dann schauen wir mal. Der ist unprofessionell, der Verkäufer, das ist natürlich schlecht, aber so ist es halt.
Naja, es kann nicht immer jeder Verkauf gut gehen. Ja, aber auch da haben wir irgendwo, wartet mal, noch die Möglichkeit. Ich lasse mal auf Mittel laufen. Oder ach, ich lasse auf Hoch laufen, ist egal. Es sind hier Fahrzeuge auch weiterhin in Produktion. Wir haben schon wieder 3 fertig. Ja, die werden jetzt hierher gefahren und die Leute sind also auch da, die kommen. Und ich denke, dass das läuft. Wir schauen mal in die Bilanz, wie es aussieht. Wir haben das Jahr hier mehr oder weniger rum. Das war jetzt 95, wir sind jetzt in 96 und wir haben das Jahr mit 228 Dollar abgeschlossen. Diesen Monat hier Dezember. Und ich habe das mal hochgerechnet auf das gesamte Jahr. Da haben wir ungefähr einen Verlust auf dieses Jahr von unserem Ganze, die ganzen Minus und die ganzen Plusse zusammengerechnet, liegen wir ungefähr, na, ich sag mal, bei 10.000 Dollar Minus für das Jahr 1895. Ja, es liegt natürlich, ist es jetzt nicht weg, sondern es kann auch sein, dass in den Fabriken natürlich jetzt hier die Teile liegen und die nehmen einen großen Wert davon ein. Das darf man jetzt mal nicht so auslassen, ja? Gut, das ist schon mal das. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, ich würde natürlich gerne noch diese Produktionsstraße in Betrieb nehmen. Ich habe mir auch angeschaut, was ihr dazu gesagt habt und ich habe gesagt, 2 reichen. Ich weiß nicht, ich hätte gerne hier an jeder Station einen, also bräuchte ich eigentlich 4. Aber wenn ihr sagt, 2 reichen, machen wir das mal so. Hier würde ich gerne, ja, 3, also die bauen eigentlich hier nicht schlecht, ne? Ich würde hier schon ganz gerne mal die 4 lassen, hier würde ich mal ein Modell ändern und ich würde hier eigentlich gerne den weißen guten hier mit reinnehmen, ja, das würde ich mal ganz gerne machen. Und warum haben wir hier eigentlich bloß einen übrig, weiß ich gar nicht. Ich nehme mal hier den weg und dann nehmen wir hier noch einen weg, ja, und hier haben wir auch 3 drin, das will ich auch nicht. Jetzt würde ich hier noch einen reintun, so, und dann machen wir mal vielleicht hier auch 3, dann haben wir hier 3 und da 3, vielleicht machen wir hier auch 4. Das finde ich eine gute Idee. Gut, dann würde ich das natürlich einstellen und wir haben hier das Getriebe, Sitze und Türen. Und das wird man jetzt mal so machen. Getriebe. Ja, dann machen wir Sitze, so wie wir es hatten. Und die Türen. So. So, gleich geht's weiter. Türen, genau. Dann haben wir das eingestellt. Jetzt würde ich gerne in die Bestellung gehen. Und dann sage ich mal, wir machen trotzdem mal 2. Das heißt, der wird jetzt eine ganze Menge hier einkaufen. Aber am Ende, glaube ich, wird sich das trotzdem lohnen. So. Und ich hoffe, dass die dann auch trotzdem klarkommen mit ihrer Sache. Falls ihr übrigens mir mal einen Tipp geben könnt, ich bin noch nicht so richtig schlau geworden aus der Geschichte hier. Ist das die Erneuerungsstufe, wie schnell die Transporteure das hier auffüllen, das Lager? Hat es damit zu tun, diese Erneuerungsstufe? Weil sobald ein Teil rausgenommen wird, rennt einer los und holt was Neues, oder erst bei 30% leeren ist, sage ich mal, also bei 15 Tonnen oder was hier reinpasst, 15 Kilogramm, 15 Kubikmeter. Das, also wer das weiß, kann das gerne nochmal reinschreiben. Das würde mich ganz gerne nochmal interessieren, wie das genau gemeint ist. Ja, und genau, so ist es erstmal. So, dann haben wir diese Sache auch. Das würde ich jetzt mal ganz kurz so machen. Wir können mal ein bisschen Gas geben, glaube ich. So, dann würde ich sagen, wir machen mal hier das hier hin. Das machen wir mal hier hin, genau. Und irgendwo haben wir hier noch so ein Dings rumstehen. Das können wir auch noch mal. Dann können die sich auch mal ausruhen, ne? Das sollte dann passen. Die anderen können hier hingehen. Übrigens hat auch einer geschrieben, du kannst auch Handel und das Ganze bauen. Vielleicht nicht mitbekommen, im dritten Teil habe ich das schon gebaut. Das haben wir auch ein bisschen genutzt. Wir haben den einen oder anderen schon gefördert. Den haben wir zwar dann entlassen, weil der zu teuer war, aber das ist ja erstmal egal. So, ja, genau. Und dann können wir vielleicht den hier noch umsiedeln. Ich nehme den trotzdem mal mit. Ne, nicht den Stuhl. Den Stuhl kannst du lassen. Das hier. Und ich weiß noch nicht genau. Das machen wir mal jetzt vielleicht hier hin. So, die Türen. Meine Idee war damals, wo ich die Türen gesetzt habe, dass die auch hier reingehen können von hier unten. Damals kamen wir ja hier rein. Ne? Also sprich, wir hatten die Fabrik hier runtergezogen. Das war so meine Idee. Ist nicht geworden. Ja, dann ist es so. Und damit auch hier der innere Monk stimmt, mache ich das mal weg. Und ich hoffe, dass wir jetzt keinen Bug hier erzeugen, wenn wir das machen dadurch hier. Es wurde mir auch gesagt, ich kann das hier, jetzt wird es angezeigt. Vorher habe ich das auch probiert, da hat es mir das nämlich nicht so angezeigt. Man kann das hier mit Klicken, Control auf Segment zum Entfernen, also sprich Steuerung. Warte mal, nimm das mal raus. Und dann funktioniert das auch. Also vielen Dank auch dafür, für den Tipp. Nun gut, ich würde jetzt gerne hier trotzdem das wieder bauen. Machen wir das einfach, ja. Weil ich den, ob die Tür nun da ist für, was kostet die, 2 Dollar? Oder ob die nicht da ist. Ich brauche trotzdem den Platz, den es für uns freimacht oder generiert oder wie auch immer man das jetzt sagen will. So, den Platz zwischen den Produktionsbändern hier dazwischen, ja. Das ist das gemeint. Okay,
Gut, dann, ja, die Fabrik wird vielleicht irgendwann mal weitergehen. Ich mache trotzdem nochmal hier eine Tür rein, einfach weil wir es können. Ja, die Tür ist ein bisschen sinnfrei, aber ich glaube trotzdem, im Notfall kommt die hier raus und dann sollte das passen. Das haben wir jetzt erstmal und jetzt sollte auch hier, genau, das passt bis hier hoch, wunderbar. Ja, okay, die ersten Sachen laufen hier, wir haben Fahrzeuge, wir kriegen Geld rein, es steigt. Wir können das uns ganz gerne mal angucken, was der Januar sagt. Wir haben ein bisschen investiert hier, Technik, ne, aber wir sind trotzdem noch im Plus mit 2000 und das müssen wir im Auge behalten, das muss laufen, ja. Wir sind jetzt hier 96, ich kann das, warte mal, wo war das hier? Nochmal in die Monate umwandeln, wir haben also hier 95, 96, genau. Hier waren wir ein bisschen Minus, haben wir ein bisschen investiert, ganz klar, dann ist es so, ne. Dann haben wir hier ein bisschen, ja, schwankt so, hier haben wir 2000 im Plus, hier sinkt es gerade, aber ich vermute mal, wir werden auch gleich wieder ein Auto verkaufen. Eins ist schon fertig, muss rübergefahren werden. Läuft. Ja, okay. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Geld übrig und es scheint auch zu laufen. Ich habe mir dann mal den Forschungsbaum angeguckt. Wir haben natürlich viele Möglichkeiten. Also eigentlich haben wir zu viele Möglichkeiten. Ich würde jetzt ganz gerne mit euch mal ganz kurz hier reinschauen. Das heißt, wir haben hier eine Verkaufscouch und der maximale Verkaufspreis für jedes Auto wäre dann 1000 Dollar. Das heißt, mit unserem neuen Fahrzeug würden wir einbüßen. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie ich das jetzt genau hier nehmen soll. Schaltet Verkaufszonenobjekte frei, die Wartezeit der Kunden erhöhen, bis sie an der Reihe sind. Ja, das heißt, die bleiben länger, aber ich glaube, unsere Verkäufer sind zu auf Draht. Das passt auch so. Ich würde mal hier den Forschungsbereich einfach mal kaufen, weil das nur 100 Dollar kostet. Können wir ein zweites Forschungslimit machen. Mehr will ich aber eigentlich auch hier nicht machen, weil Chance für höherstufige Forschung, ja, das ist alles schön und nett. Hier auch nochmal was und dann hätten wir hier die Möglichkeit, dann die besseren Forschungstafeln und so zu machen. Weiß ich noch nicht. Bin ich ganz ehrlich, weiß ich noch nicht. Lass ich erstmal laufen. Dann haben wir hier drüben ein paar schöne Sachen. Können wir jetzt hier nochmal so eine mittlere Toolbox herstellen und reinmachen. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt im Moment das prickelndste ist. Aber wir müssen trotzdem hier hin und wir müssen hier hin. Hier zum Beispiel haben wir jetzt die Möglichkeit, das Fließband, die Energiekosten um 10% zu senken. Das heißt, wir würden hier auf 13,5 fallen. Ja, für jede Sache hier, ne? Energie aus der Stadt 15, das heißt wir zahlen 30 Dollar pro Monat an Strom. Ich habe gedacht, jeder Prozentpunkt Strom kostet 5 Dollar, das heißt, wir hätten eigentlich 75 an der Backe. Ich bin hier ein bisschen verwirrt, vielleicht könnt ihr das auch nochmal in die Kommentare schreiben und klarstellen, ich weiß es gerade nicht. Ich hatte gelesen, dass jeder Strompunkt hier, also 15 Punkte mal 5 Dollar gerechnet wird, wären 75. Jetzt sieht es so aus, es würden hier plus 2 Dollar. Kann aber auch sein, es gab irgendwie ein Update. Und das ist jetzt irgendwie neu. Also dass es bloß noch 2 Dollar sind, das weiß ich aber nicht. 30 Dollar im Monat, das sind 360, tut mir jetzt eigentlich so nicht weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich hier Investitionskosten habe von 2000, da kann ich auch 7, 6 Jahre mit dem rumtüfteln und spare eigentlich Geld. Und langfristig zahlt sich natürlich der Strom aus, der dann hier dann im Endeffekt nachfolgt, ja. Aber für den Moment, tja, dampfbetriebener Energiegenerator ist eine feine Sache. Aber nur für den Strom, für 30 Dollar Reinvestition pro Monat, also sprich 360 im Jahr. Natürlich wachsen wir, natürlich ist unser Strombedarf irgendwann mal ein anderer. Aber prinzipiell, sage ich mal, sehe ich jetzt die große Investition hier zu dem Zeitpunkt für Strom noch nicht. Weiß nicht, wie ihr das seht, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Was ich aber sehe, ist zum Beispiel diese Bereiche. Geschwindigkeitsverbesserung, schaltet Montagestationenobjekte frei, die zur erhöhten Arbeitsgeschwindigkeit der Mechanik verwendet werden. Also ich denke mal, eher der Mechaniker verwendet werden. Entsperre Basisstationsobjekte, zum Beispiel Grundwerkzeugaufhänger. Ja, das finde ich eigentlich eine nette Sache und das müssten wir mal machen, zumal wir auch Gewinn machen. Ihr seht es läuft. Und dann hätten wir hier jetzt noch weitere Stufen Grundwerkzeugaufhänger. Da gibt es den mittelgroßen, da gibt es wahrscheinlich den großen Aufhänger. Aber wir können jetzt hier in den Bereich gehen. Das wäre zum Beispiel Fördergeschwindigkeit 10%, also die Förderbänder würden 10% schneller laufen. Sehe ich auch nicht so als primär, weil meistens stehen die Geräte sowieso dann rum. Ob die jetzt 10% schneller laufen, sehe ich jetzt nicht so als Dings. Aber ich sehe das hier zum Beispiel, den einfachen Roboterarm. Entsperren Geschwindigkeitsverbesserung, Kranmontagearm, 3000 Mäuse. Den würde ich uns jetzt mal gönnen. Den haben wir jetzt gekauft. Dann kommt der einfache Montageroboter mit 5000. Und dann gibt es, glaube ich, noch einen dritten. Ja, also wir haben ja hier drei, genau. Dann gibt es noch einen dritten. Und da sehe ich uns eigentlich, ich bin ganz ehrlich, möchte eigentlich nicht den ersten bauen. Aber für das Let's Play werden wir es wohl machen müssen. Und da müssen wir mal gucken jetzt. Ich baue jetzt nochmal hier eine Förderstation. Aber ich muss auch sagen, wir wären
das hier ein bisschen einkürzen. Die Abstände werden wir ein bisschen einkürzen, denke ich, dass das ein bisschen besser läuft. Und seht mal, die Autos laufen, es wird verkauft. Wir können doch mal hier schauen bei unserem Buick-Modell 717. Der ist also auf alle Fälle jetzt um 60 gestiegen. Der ist auch gestiegen um 40, würde ich sagen. Bin mir nicht ganz sicher, 30, 40. Der ist auf alle Fälle gestiegen um fast 60, 70. Und hier haben wir auch eine massive Steigerung von dem Fahrzeug, ne? Und seht mal jetzt, wow, jetzt geht es aber hier voran. Aber hier schleift es trotzdem irgendwie ein bisschen, ne? Also ich glaube, mit 2 pro Förderband ist zu wenig. Ich glaube, 4 ist eine gute Sache. Wir haben hier 4 drin bei dem Fahrzeug. Und ich glaube, 4, dass so eigentlich im Durchschnitt an jeder Station einer steht, halte ich, glaube ich, für gut, ne? Und dann muss man halt gucken, wie die sich dann hier einteilen. Ich würde es, glaube ich, besser finden, wenn an jeder Station hier einer steht und der kann dann hier seine Ressourcen verbrauchen. Erstens hat es den Vorteil, wenn sie es so einstellen würden, er verbraucht nicht so schnell die Ressourcen, er arbeitet aber immer durchgehend, macht seine Pause, dann arbeitet er weiter. Der baut hier, sobald das Fahrzeug ankommt, baut los, solange wie er Energie hat, solange wie Ressourcen da sind. Die haben genug Zeit, die Transporteure wieder neues Zeug ranzubringen und ich glaube, das ist unterm Strich die bessere Lösung für alle. Ja. Aber genau weiß ich es auch nicht. Momentan sieht es gut aus. Die bauen halt dort, wo sie was haben. Hier braucht keiner was bauen, weil nichts da ist. Ja, und deswegen bauen sie hier ein bisschen vermehrt. Vielleicht ist das System auch nicht schlecht. Aber ich glaube, 4 sind trotzdem besser. Ist meine Meinung. Ja. Jetzt haben wir den Kleinen verkauft. Ja, und der Große, da ist er gegangen. Ja, muss man mal gucken, ne? Ist halt so. So, die sind hier auch schon am Wuscheln. 76% nochmal für den Pickup hier oder was das werden wird. Naja. Und schaut mal, da mal wieder 3 Modelle. Schicke Sache. Ja, und die Protzerkarren, die stehen natürlich immer ein bisschen schräg, ne? So soll es sein. Ja, hier zum Beispiel, ne? Da fehlt es auch ein bisschen irgendwie. Hier könnte auch einer mehr sein. Ich glaube, wir haben hier genug Ressourcen, wobei es hier vielleicht ein bisschen eng ist. Ich weiß aber auch nicht genau, ob man das irgendwie ins Verhältnis setzen kann. So viel Monteure, so viel Förderbänder macht so und so viel Transporteure. Weiß ich nicht, ob ihr da ein paar gewisse Erfahrungen gemacht habt. Für mich ist das erstmal so, wie es gerade läuft. Okay, gut. Gehen wir mal hier zur Produktion über. Wir fangen mal an. Ich setze jetzt hier also für uns eine neue Förderstraße. Und ich will aber eigentlich... Ich müsste die ja eigentlich dazwischen setzen können, ne? Warte mal, ich prüfe das mal. Kann ich das hier unten irgendwie? Ne, dann muss ich das mal so machen. War das die Einstellung? Ne, das war schon die. Aber das gibt er uns nicht, ne? Wir müssen drehen. Wir müssen drehen. Warte mal, da müssen wir mal drehen hier. Können wir übrigens auch mit Q und E machen, ne? Falls ich das noch nicht gesagt hatte, können wir da auch drehen. Jetzt muss ich mal hier drücken. Ne, das sollst du nicht machen. Gehen wir hier hin. Ja, das ist der richtige Punkt. Und ich ziehe das jetzt mal hier durch. Und ich hoffe, dass das jetzt dann uns keine Probleme macht, wenn wir jetzt hier die neuen Strecken setzen. Ich würde gerne immer so 2 dazwischen lassen, aber wir sparen jetzt hier eine ganze Menge an Platz, glaube ich. Ja, dann wäre hier der nächste 3, 4 und das geht nicht mehr, da kommt er nicht mehr hin. Und jetzt habe ich noch eine andere Sache im Forschungsbaum, die würde ich gerne nochmal mit euch anschauen, denn das ist nämlich was Feines. Wir haben nämlich hier oben noch eine Lackierstation, das heißt, wir können die Farbe, die Modelle auch farblich anders machen und das finde ich auch eine schöne Sache, nicht nur so wie wir es produzieren, sondern können die dann mal auch mal rot, gelb, grün machen und hier das Qualitätskontroll Dings da, das würde ich auch gerne bauen und mit einbauen natürlich und da würde ich eigentlich auch gerne mal wissen. Das haben wir. Und was ist das hier? Das ist nochmal die Reparaturwerkstatt. Da können wir auch nochmal, wenn die Fahrzeuge lange draußen stehen oder so oder schlecht produziert wurden, können wir da gerne auch nochmal nachhaken und die dann nachbauen. Jetzt würde ich aber gerne mal gucken, wo das jetzt hier ist. Das sind jetzt die Roboter. Das ist das. Das weiß ich nicht genau, was das für ein Gerät ist und was kostet das überhaupt? $150. Zahlt sich das aus? Das weiß ich nicht. Und ich muss mal gucken auf unsere Bilanz. Was sagt die Bilanz? Hier sind wir aber richtig ins Minus gekommen. Warum? Hier haben wir nichts verkauft. Und wir haben hier investiert ohne Ende. Jetzt haben wir hier wieder investiert. Gut, das ist aber nicht so schlimm. Die anderen Monate waren hier trotzdem sehr gut von diesem Jahr. Ich glaube, dass wir 18, 96, ja, 2.500 im Plus. Das ist okay. Ja, dann sind wir insgesamt jetzt noch die Gesamtbilanz mit 7.500 im Minus. Rein theoretisch haben wir bloß 10.000 Startkapital gehabt. Rein theoretisch sind wir hier 10.000 im Plus. Aber wenn man das jetzt alles mal hier so zusammenrechnet, was gewesen ist, sind wir 7.500 im Minus. Und ja, das wird sich dann hier auch geben. Ne? Wir müssen da ein bisschen effektiver werden. Ich kann aber auch bei den Verkäufen hier prinzipiell eigentlich nicht mehr so viel rausholen irgendwie. Ja, es ist halt wie es ist, ne? Kannst nichts machen.
So, haben wir wieder ein Modell fertig. Das läuft. Na, hier geht es ein bisschen schleppend momentan voran. Die laufen sehr gut. Aber hier haben wir eben auch 4 Leute drin. Ne? Normalerweise müssten wir das vielleicht ein bisschen anders machen. Weiß ich nicht genau. Da hier läuft zum Beispiel gar nichts mehr, obwohl die Lager hier voll sind. Ja, wir haben ja auch 2 Leute drin, aber trotzdem. Ja, vielleicht ruhen die sich gerade aus. Man weiß es nicht. Na, hier sitzt ja auch einer. Hier einer. Und ja, ich verzichte jetzt im Moment erstmal auf große Weiterbildungsaktionen. Und auch da hat jemand geschrieben, da gibt es dann solche Geräte. Ja, das habe ich schon gesehen. Im Trailer ist das, glaube ich, auch zu sehen. Und da werden wir auf alle Fälle natürlich das bei geeigneter Situation bauen. Aber ich glaube, wir brauchen erstmal ein bisschen mehr Geld und wir müssen erstmal weiter forschen. Jetzt muss ich mal gucken, unser Modell müsste ja auch bald mal fertig sein hier. Aber da schauen wir mal. Was würde ich jetzt gerne hier bauen? Ja, weitere Sachen. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, aber das ist nicht so schlimm. Ich setze das jetzt mal so und ich sage mal, wir machen hier 2. Dann machen wir hier 2, das sind das 3. Warte, wir machen das nochmal. Da sind das 3, ja. Und dann sind das hier 4. Und jetzt ist die Frage, wenn das hier 4 sind. So, dann haben wir unsere 4, genau. Und dann haben wir hier 1 über den. Okay, dann kann ich mal ein Stück hochgehen. Und ich gucke jetzt mal, wo das Gerät dafür ist. Hier ist es, okay. Oh, das würde sogar passen. Das ist ja genial. Hier hörte das auf, das letzte. Wir hatten 1 darüber frei, genau. Und dann würde das, oh, dann würde das sogar hier reinpassen. Das ist ja, okay, wir probieren das mal. Ja, ich gehe trotzdem mal hier zurück. Jawohl. 2 haben wir gesagt immer, ne? Man kann das natürlich auch direkt hin, aber dann hast du eigentlich trotzdem Stau irgendwo. Naja. So, wir machen das mal so. Dieses Gerät macht Folgendes. Es tut das Produkt, was hier am Ende ankommt, scannen auf die Qualität und beurteilt das nach Qualität, ja? Das sehen wir dann am Ende. Und da müssen wir einfach mal gucken, wie sich das austut. Jetzt würde ich natürlich gerne... Der Weiße staut sich gerade. Das ist schlecht. Das ist echt schlecht, weil der soll sich schon verkaufen. Der ist hier der Zweitbeste, ne? Warte mal, ich muss mal hier rausgehen. Ne, das müssen wir mal anders machen. So, das nächste Modell ist fertig. Warte mal, ich tue mal ein ganz klein wenig langsamer machen. In welchem Jahr lebt man denn überhaupt? 97. Nun, ich lass mal laufen. So, der ist hier auf alle Fälle mit 400 Gewinn. Nicht unbedingt der Brüller 392. Der hat 406, der hat 420 und der hat natürlich 532. Ja, wenn wir nur noch den produzieren, dann kaufen sie auch bloß noch den und dann, ja, dann ist das halt so. Aber momentan staut es sich gerade, was ein wenig schlecht ist. Aber wir brauchen hier hinten Leute, das heißt, ich werde das ganz einfach lösen, indem ich hier 2 Leute abziehe. Dann sollte sich die Produktion verlangsamen und ich setze hier 2 Leute ein. Das ist ganz easy, ja. So, und hier tut sich irgendwie gar nichts. Ich mache das mal so. Und so, ich nehme nochmal 2 raus. Und hier tut sich irgendwie nichts. Die kriegen vielleicht nicht genug Zeug oder was? Weiß ich nicht. Mir fällt gerade auf, ich wollte ja gar keine Leute hier eigentlich haben. Na gut, was ist denn hier eigentlich das Problem? Ich setze die jetzt mal hier rein, weil das Modell wollen wir ja auf irgendwie verkaufen. Also das läuft schon, das wird schon passen. Ne? Das fehlt jetzt hier ein bisschen an Ruf, aber wenn die bei 300, 400, 500 sind, läuft das dann auch besser. Ne? Und wenn die anderen nicht produziert werden, dann kann auch das andere oder wird das andere nicht verkauft. Gut, was machen wir jetzt für ein Modell? Das ist eine gute Frage. Wollen wir den neuen nehmen, den wir jetzt hier fertig haben? Da könnten wir mal gucken. Ich habe jetzt irgendwie den Faden verloren natürlich. Müsste ich nochmal gucken, bevor ich die nächste Folge aufnehme. Was haben wir hier für einen Namen jetzt? Und da muss ich mal ganz kurz überschauen. Bei Chrysler sind wir eigentlich so gut wie durch. General Motors hat noch ein paar Namen, die eingestampft wurden. Da hat man Oldsmobile. Da hat man... ja, ich weiß es. Aber das ist die Pickup... Pickup typisch. Aber eigentlich ist es ja egal, ne? Vom Namen her ist es egal. Dann machen wir das mal so. Ja, die haben in ihren letzten Atemzügen haben sie Opel-Modelle dann verkauft. Natürlich mit den Saturn-Zeichen, aber na gut. Wurde Ende der 80er Jahre gegründet. Die haben 4 Jahre gebraucht, bis sie die ersten Modelle auf dem Markt hatten. 4 oder 6 Jahre.
Das kostet natürlich Geld immer und richtig Geld, und dann hat sich es nicht so erfüllt, wie es geplant war. Das sollte eine Konkurrenz, eine billige Konkurrenz zu den Japanern werden, ist es nicht geworden. Wir haben hier 2,9 Liter Motor, einen i4, ist ein, wahrscheinlich dann Reihenzylinder wieder, Reihen-Vierzylinder. Dann haben wir Motorleistung, also nicht 14 Zylinder, das weiß ich auch nicht. Ich habe mich gewundert, wo ich das gesagt habe, eigentlich 14 Zylinder ist doch gar nicht, und hier fehlt auch der Strich von der 1, aber so ist es halt. Anzahl der Zylinder, i4, also in Reihe gebaut. 4 Zylinder. Motorleistung haben wir, oder das ist einfach nur ein Querbalken, ich weiß es auch nicht, aber es ist auf alle Fälle 4 Zylinder. Motorleistung 20,3 Liter, maximale Geschwindigkeit 68, 544 Masse, Pickup Karosserietyp und ist ein Luxus. Das ist ja putzig. Habt ihr eine Ledersitzbank drin und dann war es hier Luxus. Ja gut, wir lassen die mal als Saturn und dann soll er hier losmachen. Jetzt würde ich gerne die noch hier entwickeln und da müssen wir mal ganz kurz hier unten in die Forschungsabteilung gehen. Denn die würde ich natürlich schon ganz gerne haben, bevor wir hier in die wilden 30er, 40er Jahre kommen. Ja, dann würde ich schon mal den hier unten nehmen und der kostet, oh wow, der kostet natürlich hier unten 10.000 Mäuse. Okay, das wäre das neue Objekt, wäre wahrscheinlich dann das hier. Oder? Das ist aber auch so ungefähr 30er Jahre, kann das schon sein, ja, 30er. Also bei den Amis zumindest, 30er, 40er, 30er passt schon, ja. Also 30er Jahre heißt 30 bis 40, ne, 1930 bis 1940 dann so der Zeitraum, ne, wer es nicht weiß. Gut, dann haben wir, die sind hier dabei. Ich würde hier aber auch gerne jetzt nicht großartig erweitern. Wir halten uns stabil und das ist eigentlich das Hauptding. Wir verkaufen auch wieder, das ist auch gut, ja. Nee, so gefällt das erstmal. Und ich versuche jetzt mal hier... Was machen wir denn mal? Wollen wir mal hier in die Produktion von dem Saturn gehen? Ich wähle den jetzt mal aus. Wir machen hier das, ja. Hatte ich eigentlich hier die Produktion eingestellt? Von dem? Ja, das hat man gemacht. So, dann haben wir hier natürlich zwei Leute drin. Ich würde wieder das so machen. Wir haben vier Stationen. Das heißt, wir gehen wieder zum Getriebe. Wir gehen wieder zu den Sitzen und zu der Tür. Genau, so machen wir das. Ob das jetzt Sinn macht, weiß ich nicht. Man müsste es mal Zeiten hier hinterlegt haben. Dann könnte man sagen, okay, der braucht hier eine Viertelstunde und hier braucht er eine Minute. Hier braucht er wieder 27 Minuten, hier braucht er eine Minute. Das macht das Ganze dann irgendwie sinnfrei, aber so ist es halt. Gut, dann stellen wir das Modell mal hier ein. Das haben wir. Was willst du denn? Wir wurden nicht alle... Ja, Ressourcen müssen wir bestellen. Aber, und jetzt kommt der Unterschied. Ich möchte jetzt erstmal... Und wir lassen es ruhig weiterlaufen. Ich will eigentlich bis 1900 jetzt in der Folge kommen. Wir gucken mal, wie weit es geht. Na, ich will die eigentlich, wollte die eigentlich bloß eine halbe Stunde machen. Aber wir lassen es jetzt mal laufen. Wenn es eine Stunde heute wird, dann ist auch gut. So, jetzt hätte ich gerne... jetzt muss ich mir ganz kurz überlegen. Genau, jetzt habe ich ja irgendwas freigeschaltet. Und da muss ich mal gucken, wo wir das finden. Und zwar hier. Wir fangen jetzt mal mit den Kränen hier an. Und die kosten 1000. Das ist... wow. Ein Arm zum Zusammenbau von Fahrzeugelementen an Fließband... am Fließband. Kapazität 6 Tonnen, 6 Kubikmeter, was auch immer. Das können wir jetzt nämlich jetzt hier draufstellen. Und das Schöne ist, wir müssen gucken, ob das reicht. Das weiß ich nämlich nicht. Ich mache jetzt mal auf jede... das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Aber ich mache das trotzdem mal. Ja, ich mache es trotzdem. Wie mache ich es nun am besten? Ich mache das mal hier oben hin. Ja, da oben hin. Da oben hin, da oben hin. Und da haben wir jetzt vier Roboter. Jetzt müsste das eigentlich so sein, dass ich jetzt hier... ja, das ist jetzt die Frage. Genau, jetzt kann ich nämlich hier die Bestellung eingeben, die es braucht. Und da ist jetzt die Frage, sehen wir, was ist 3,6? Okay, das funktioniert also. Wir haben 6 Kubikmeter oder was auch immer hier Lagerraum und 3,6 würden hier ankommen. Das ist schon mal super. Wenn ich es verdopple, reicht es nicht. Okay, dann müssen sie halt mehr rennen. Wir lassen das aber so, ich nehme das so an. Jetzt gehen wir auf die Station und schauen, wir haben 4,3 zu 6, das passt also auch. Ich tue das hier erweitern und es passt. Dann gehen wir auf die Station, haben wir 1,5 zu 6, sehr gut. Das passt also auch. Und hier haben wir 0,4, ach ja, jemine, das ist ja wenig. Na gut, haben wir halt so. Dann ist es halt so. Und die Roboter werden das jetzt für uns zusammenbauen, oder der Kran. Und da geht's los, der erste Lieferant ist schon da. Ja, da kam der nächste. Schauen wir mal, wie schnell das jetzt geht und die hier uns da das voll machen. Genau.
Gut, die haben auch ihre Sachen hier. 4,3, das müsste voll sein. Hier müssten 1,5 und hier müssten 0,4 sein. Wunderbar. Damit ist die Produktion hier voll für ein Modell. Das ist eine schöne Sache. Was ich aber auch habe, ist, wenn wir jetzt beidseitig diese Sachen bauen, könnten wir das beschleunigen. Ja, und das Auto würde hier förmlich vom Band flitzen, das muss man mal so sagen. Ich weiß aber nicht genau, wie lange oder wie schnell der jetzt das hier baut. Wir brauchen hier auf alle Fälle keine Arbeitskräfte mehr. Und jetzt müssen wir mal gucken und das schauen wir uns einfach mal an, was hier unsere Fabrik dazu sagt. Ja, wie das halt hier so läuft. So, können wir hier eigentlich nochmal ein bisschen drehen mit der Kamera? Ja, das ist ja geil. Können wir auch mal ein bisschen runtergehen so? Warte mal. Nee, viel ist nicht, ne? Aber sieht auf alle Fälle toll aus, also das kann ich schon mal sagen. Aber ihr seht auch hier, wir sind im Strom, wow, bei 74 pro Monat. Das ist natürlich jetzt schon eine Hausnummer. Und das heißt wohl für uns, wir werden uns nächsten Monat mal drum kümmern, dann trotzdem hier unsere eigene Energieversorgung sicherzustellen, ja. Aber das ist schon trotzdem eine geile Geschichte, so wie das gerade hier läuft. Gefällt mir sehr gut, ja. Nee, da kannst du nicht meckern. Da kannst du absolut nicht meckern. Ja. Und die haben natürlich am meisten zu tun. Jetzt könnte man sagen, okay, weil die hier am meisten fummeln, könnte man nochmal die Einstellung verändern. Weiß ich aber nicht, wie sich das auswirkt. Ja, wir müssen das einfach mal jetzt durchgehen und schauen mal. Also im Moment war der okay, aber ich glaube, im Moment ist der hier, der am längsten braucht. Weiß ich nicht genau. Hier noch ein paar Querstreben rüber. Motor, genau. Ja, hier braucht er am kürzesten, ne? Ja, das könnte man jetzt noch ein bisschen anpassen, dass gewisse Dinge hier schneller gehen. Auch hier braucht er, aber der müsste gleich fertig sein, denke ich mal. Ne? Und da ist er auch schon fertig, siehst du. Und der kann aber nicht nachbauen, weil der hier am längsten braucht. Das ist irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Jetzt wäre für mich die Frage, ob wir das hinbekommen, dass der hier noch ein paar Dinge abgibt. Ist das möglich? Oder müsste man es wieder neu machen? Das weiß ich nicht. In den Einstellungen hier. Wie sieht es denn hier aus? Hier brauchen wir... Also das Modell ist... Oh, warte mal. Wollen wir mal raus hier. Das Modell müssen wir uns mal angucken. Denn das hat nämlich jetzt einen neuen Wert und die Qualität ist ordentlich. Ja, ordentlich. Ist doch eine feine Sache. Ordentlich ist immer gut. Schnellverkauf, $317. Das wären nicht mal die Investitionen für die Teile. Naja. Aber der Rubel rollt. Und das ist doch eine feine Geschichte. So, jetzt müssen wir das natürlich auch mal einstellen hier. Da müssen wir mal gucken, was nehmen wir hier für ein Modell. Das hier. Jawohl. Und ich tue natürlich für den Anfang, tun wir mal alles hier reinblasen. Dann veröffentlichen wir auch das Modell. Jawohl. Und da geht es auch schon los. Hier, und das steigt trotzdem, obwohl wir keine Werbung mehr dafür machen. Hier haben wir auch keine Werbung mehr. Ich sag mal so, ich muss trotzdem mit den Kosten ein bisschen aufpassen. Mit 450 sind wir hier schon gut dabei. Und ich würde mal sagen, das verkauft sich auch. Ich kann die Werbung hier rausnehmen für das Modell. Ja, mit 450, 58 ist gut. Es steigt ja trotzdem weiter. Wir sehen es hier mit 2,3. Wir haben immer noch den Trend. Das ist sehr gut. Das Auto ist immer noch ein Trendfahrzeug. Das ist ja ein Ding. Das hier zum Beispiel ist auch noch im Trend. Aha. Da haben wir nämlich gleich mal eine Verdopplung. Da haben wir nämlich nicht 1, sondern 2. Ne? Plus die 30%. Hier sind wir bei 2,3. Ja, das hier liegt auch im Trend wieder. Okay, wie das jetzt zustande kommt, weiß ich nicht. Also das mit dem Trend weiß ich auch noch nicht genau. Ja, das zum Beispiel liegt nicht im Trend, obwohl es neu ist. Aber okay. Ja, okay, das steigt von alleine. Brauchen wir keine Werbung. Dafür haben wir die Werbung hier reingepusht. Das ist sehr gut. So gefällt mir das. Und hier läuft natürlich auch noch die Werbung, dass wir hier auch weiter nach vorne kommen. Somit haben wir keine Mehrausgaben für Werbung. Wir halten uns, wir investieren trotzdem und wir haben eine super Fabrikationsstraße, die wir aber trotzdem irgendwie hier nochmal umbauen müssen. Denn das scheint dann doch irgendwie, ja, da müssen wir mal gucken. Also hier muss irgendwas mehr gebaut werden, ja. Ich weiß nicht, ob man das so zwischendurch einfach verschieben kann. Aber ich würde die Motorhaube hier gerne noch bauen und... Hier würde ich mal da hochgehen.
Und jetzt sind wir hier irgendwie gestört, ne? Weil uns da Teile fehlen, oder? Da bin ich jetzt gespannt und ich hoffe, ich habe es nicht kaputt gemacht. Aber wir werden es sehen. Weiß auch nicht, ob uns das jetzt gerade Geld gekostet hat. Wenn es so sein sollte, dann ist es so. Ja. Möglichkeit 2 wäre, wir können hier auch einen zweiten Roboter einfach drüben setzen. Dann hätten wir es so lassen können, ne? Jetzt muss ich bloß mal gucken hier. Was brauchen wir denn hier? Wurden nicht alle erforderlichen Ressourcen bestellt. Das ist richtig. Bearbeiten. Haben wir. Genau, 1,1. Das sollte jetzt passen. Und das sollte jetzt auch passen. Genau, hier haben wir 0,4. Es bleibt dabei bei 0,4. Das kann ja nun nicht sein, ne? Warte mal, ich muss hier hingehen. So, jawohl. Und hier. Jawohl. Und das passt auch. Okay. Ja, der soll jetzt ein bisschen kürzer arbeiten. Ja, das sieht doch gut aus, siehst du? Der soll jetzt auch nicht allzu viel arbeiten eigentlich. Ein paar leichte Teile. Und hier müssen sie nochmal nachlegen, dass sie das hier noch bringen, was fehlt. Ne? Da haben wir 0,5 Tonnen mehr. Müsste angekommen sein, wenn ich das richtig sehe. Inhalt. Inhalt fehlt noch was. Ne, das ist das, was da ist. Das fehlt, so wie es aussieht. Na, ich hoffe mal, die bringen das. Ne? Ja, da kam was. Da kam auch was. Und da müssen wir mal gucken, ob bei den anderen auch noch was kommt hier. Läuft. Also wie gesagt, man kann es jetzt verdoppeln. Wenn man jetzt hier drüben noch eine Reihe macht und dann geht es auch schneller mit dem Modell vonstatten, ne? Aber wir brauchen auch ein bisschen mehr Modelle, habe ich den Eindruck. Denn momentan läuft es nicht ganz so schnell. Ja. Schauen wir mal. Jetzt läuft es. Also hier läuft es auch. Und ich bin auch der Meinung, wir müssten jetzt hier alles haben, oder? Im Lager bestellt. Teile werden nicht verwendet. Echt? Sicher? Das sieht, glaube ich, ganz gut aus, wie das gerade läuft, oder? Tür wird nicht verwendet. Ist die Tür vielleicht hier gelandet? Oder ist die Tür hier gelandet? Türen sind hier gelandet, okay. Dann könnte man die rein theoretisch hier verkaufen. Okay, machen wir mal. Gut. Okay, das, so funktioniert die Aufteilung wohl besser. Ja, und das könnte man jetzt noch verdoppeln, wenn wir hier auf die andere Seite auch noch Kräne bauen. Dann kriegt man hier auf alle Fälle eine ganz schnelle Produktion von dem, was haben wir, ein Saturn-Modell auf die Beine. Ja, und jetzt haben wir hier eine kleine Blockade, aber nicht lange. So, Modell wurde gescannt, Modell wurde als schlecht bewertet. Ne, das kann ich verstehen. Irgendwie oder irgendwie auch nicht. Das hat keinen Scan, das hat auch keinen Scan, das ist weggefahren. Warum bist du mit schlecht bewertet? Gut, ist egal. Wir sind auf alle Fälle in unserem Ruf gestiegen um ja, 7-8% in der Folge. Wir haben Kohle, wir haben wirklich Kohle. Und unser Energiebedarf ist natürlich gestiegen. Um den Energiebedarf werde ich mich aber nächste Folge kümmern. Ja, das machen wir nächste Folge. Ich muss jetzt mal gucken, was haben wir denn hier für das Modell eigentlich für einen Gewinn? Das würde mich nochmal interessieren. Das ist unser Ruf für das Modell, unsere Werbung sozusagen, die steigt also. Wir sind hier bei ja, fast dem Doppelten, das ist super. Wir haben Werbung drin. Wir haben Gesamtkosten 40 Mäuse, das ist okay. Und wir machen 422 Dollar Gewinn. Also 380, wenn wir die Werbung schon mal abziehen. Ja, Transaktionstische haben wir 5. Ja, das sind die. Wir haben 2 Kunden, wir haben einen Verkäufer, der gerade aktiv ist und wir haben von dem Modell schon 4 Stück verkauft in diesem Jahr. Wie sieht es in diesem Monat aus? Naja, wir kommen nicht ganz hinterher, so wie es aussieht. Mhm. Das ist wohl dann ein kleines Problem und wir haben auch hier, ach die bauen die Karre, schau mal. Da gab es mal einen Chrysler und da haben die mal in den 90er Jahren nach dem 30er Jahre Look, genauso wie hier, haben die mal einen Prototypen rausgebracht. Den haben sie natürlich nie gebaut, ist ganz klar. Aber Chrysler war immer für extravagante Prototypen bekannt. Marke hat mir gefallen, Modelle, also mir gefiel auch das Design natürlich. Aber ob ich das in Chrysler mir jemals gekauft hätte, weiß ich nicht. Ist halt, naja, für mich ist es und bleibt es amerikanischer Schrott.
Vielleicht jetzt nicht mehr unter Fiat oder unter der Stellantis-Vereinigung. Aber naja. Naja. Wisst ihr, was ich mal mache? Wir probieren das mal, ob wir von dem Modell. Hoffentlich tun wir uns nicht ruinieren, aber ich mache es trotzdem mal. Wir machen das mal in der Folge. Ich nehme mal hier noch einen Roboter mit rein. 1, 2, 3, 4. Und ich würde gerne hier. Kriege ich das so hin? Warte mal, da muss ich das so machen? Ja. Würde ich gerne mal gucken, ob wir das hier hinbekommen. Einmal da rein. Genau. Dasselbe machen wir auch mal hier. Ja. Warte mal, das muss ich nochmal hochnehmen. So. Dann gehe ich hier nochmal rein. Mache hier auch nochmal die 100%. Dann gehe ich hier nochmal rein. Machen wir hier auch nochmal die 100%. Mit 1,6 Kubikmeter, Tonnen, was auch immer. Ja, und dann haben wir auf alle Fälle immer das Doppelte hier da und dann sollte hier auch der Rubel fließen und das nicht schlecht. Seht ihr? Und jetzt müsste er eigentlich mitarbeiten. Jetzt ist die Frage, oder? Okay. Oh, warte mal, kann das sein? Warte mal, warte mal, warte mal. Kann das? Haben die sich gerade beide bewegt? Ja, jetzt funktioniert es auf einmal, ne? Das ist ja komisch. Mussten die sich erst ein bisschen abstimmen? Und seht ihr mal, wie das jetzt funktioniert. Das nenne ich jetzt Fließband, ja? Wir haben ein bisschen was investiert, aber wir sind nicht pleite. Wir sind immer noch im Plus. Und das können wir uns ganz gerne nochmal anschauen. Wir schauen mal hier auf das Jahr. Wir haben das Jahr 95 hatten wir. Ja, wir sind jetzt hier bei ungefähr 7,5 minus. Hier sind wir, ja, egal. Wir sind immer noch so 7,5, ich sag mal, wir haben jetzt hier 4, das sind wir ungefähr bei 3,5 minus aufs gesamte Jahr gesehen. Pi mal Daumen, ja. Und wenn wir das Jahr jetzt im Einzelnen nehmen, oder den Monat, die Monate, haben wir hier natürlich ein bisschen investiert, ist ganz klar, Technik, ne? neue Geräte, also hier neue Werkzeuge, die angeschafft worden sind, die Roboter. Und die bringen uns aber trotzdem eine Ersparnis, weil wir keine Angestellten brauchen. Und das ist eigentlich eine ganz feine Sache, ne? Das sieht man hier auch wirklich wunderbar. Wir sind hier allein im November 1898 mit momentan 2000 im Plus und ich, ja, es sieht einfach fantastisch aus. So, wir können hier nochmal gucken, was haben sie denn gescannt mit gut. Warum die Qualität dann unterschiedlich ist, weiß ich auch nicht genau. Hier wird erstmal durchgescannt, jetzt geht es hier weiter, der geht da hin und da können sie schon das nächste Modell bauen. Ich finde das faszinierend. Also das brauchen wir gar nicht mehr, weil wir keinen oder weil wir genug Platz haben. Ne? Ja. Würde jetzt hier bei der Bestellung zum Beispiel, ne, würden da jetzt 7 Tonnen stehen, würde eine Tonne übrig bleiben, die kann nicht zugeordnet werden. Und dann braucht ihr hier nochmal so ein extra Lager, dann bräuchte ihr aber auch einen Mechaniker, der das dann dahin bringt und extra macht. Ne, das, oder einen, der es von da nach da nochmal dreht, ich weiß nicht genau, wie das Spiel das dann macht. Und was ich aber hier sehe, ist, dass hier irgendwas fehlt. Abschluss 88%, woran schlapert es denn hier? Das ist jetzt nicht so schön. Was ist denn das Problem? Ich sehe es nicht. Warum läuft es hier nicht? Weil er das gewartet hat oder was? Wird er hier warten? Weiß ich nicht. 88%, was fehlt dir denn? Warum nimmst du es nicht von da? Für mich ist auch die Frage, arbeiten die anders, wenn ich jetzt das hier verschieben würde? Ja. Auch ich kann es nur wegwerfen. Oh, das ist schlecht. Ich kann es nicht verschieben. In Roboter kann ich nicht verschieben. Ja, jetzt geht's weiter. Also irgendwas hat gefehlt. Ich kann allerdings nicht sagen, was. Aber man sieht. Oh wow, hier staunen sie sich. der ist doch da gar nicht so weit. Hallo. Jetzt kann der zweite wieder mitmachen. So, scannen. Siehst du, jetzt geht's doppelt so schnell, der wird gleich raus sein. Wunderbar. Irgendwas am Motor vorne, Kotflügel oder was weiß ich. Türen, sah das so aus, als würden sie Türen machen, ne? Die Reifen. Okay. Ja. Also so ist das schon genial. Und das ist wie gesagt der erste Roboterkran. Dann gibt es noch die anderen. Die werden wir auch noch bauen. Aber ich wollte es erstmal so gezeigt haben. Also wir machen weiterhin Gewinn. Das ist schon mal gut. Wir haben jetzt in dieser Folge 7000 ungefähr plus gemacht. Und wir haben trotzdem investiert. Und das ist eine ganz feine Geschichte. So, der ist erstmal fertig. Und das ist jetzt ein... Hatte ich eigentlich schon Bugatti? Ich glaube nicht, ne? Mercury, Laughlin, Buick, Maybach, Bugatti hatte ich nicht, jetzt komme ich aber hier auch nicht mehr raus, ne? Da nehme ich mal eine andere Marke, nehme ich mal, hatte ich den schon? Ich
glaube nicht, ne? Ist zwar kein Horch, definitiv nicht. Nehme ich trotzdem mal. Wir haben also hier Motorkapazität 5 Liter, würde ich sagen. Anzahl der Zylinder, ein i8, Reihenzylinder, 8 Zylinder, rein 8 Zylinder. 200 PS Motorleistung, Geschwindigkeit 170, 1500 Kilogramm Masse, ist ein Coupé, Zweck Luxus und im Januar 1899 herausgekommen. Und wir deklarieren ihn einfach mal als Horch. Und das Problem ist, ich kann den gar nicht mitmachen. So, jetzt würde ich gerne mal den hier noch nehmen. Ich hoffe, dass das dann in der Forschungshierarchie bleibt und das ist... Warum? Ich glaube, wir müssen hier was machen in der Forschung. Wo ist denn das hier? Und was ist das hier? Das sind die Dinger. Und was kostet uns das? Wissen wir nicht. Ich nehme jetzt mal hier die 500 Dollar und ich nehme jetzt mal hier die 1500 Forschungscomputer. Computer, also da, so weit sind wir dann da gar nicht. Was auch immer. Chance für die höherstufige Forschung 10. Was ist denn das hier? Chance für Forschung auf niedrigerem Niveau. Und dann haben wir hier Entsperren Research Grinder. Boah, machst mir's aber auch gerade. Aber in die Forschung müssen wir mal ein bisschen gehen. Ich nehme mal den. Den haben wir schon. Aber den brauche ich vielleicht noch, den Forschungscomputer. 3,5, das ist mir aber gerade heftig. Chance für Forschung auf niedrigem Niveau. Was haben wir hier hinten noch? Research Grinder für 1500. Okay, ich schaue jetzt mal, was wir hier noch reinbauen können. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir hier wahnsinnig viel reinstecken müssen, denn ich brauche ja hier nicht 8 Millionen Modelle. Das muss man mal so sagen. Aber ich glaube, den Buick können wir dann auch langsam mal in die Versenkung schicken. Jetzt staut sich's. Okay. Hier ist auch leer. Aber so sollte es eigentlich sein, ne? So sollte es laufen. Und bringt oder uns wie viel Kohle? 420, das ist okay. 78 Tage, er ist ordentlich verarbeitet. Naja, gut, was willst du machen, ne? Wir haben noch Gebäude, die ich euch noch zeige. Ich weiß, da ist noch genug in der Pipeline. Aber es geht auch nicht alles auf einmal. Ich will hier nicht unter 20.000 fallen, ja? Ich investiere gerne, aber ich will nicht unter 20.000 fallen. So, jetzt würde ich gerne noch was bauen. Forschung, wo sind sie? Hier. Wir haben irgendwas freigeschaltet und da würde ich mal sagen, wir nehmen mal hier so einen Tisch. Ja, da können wir mal hier einen dran stecken, da kann da einer sich betun. Was haben wir hier noch? Dann haben wir noch so eine Forschungscouch. Finde ich auch lustig irgendwie. Forschungscouch, na gut. Ja, der kann mal hier in die Mitte mit seiner Forschungscouch. Die werden das schon irgendwie machen, oder? Siehst du, und schon ist er an der Dings. Und ich glaube, das geht dann ein bisschen schneller hier, ne? Oder? Was auch immer er hier macht. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass wir hier an die Sachen noch rankommen. An diese Sachen hier. Dass der den jetzt hier schon entwickelt hat. Naja, gut. Na, DeSoto, Oldsmobile, Buick, AMC, DeLorean, Mercury, McLaughlin, Maybach, Saturn, Horch. Bugatti hat man also noch nicht. Werden wir dann mal vielleicht als nächstes mit reinnehmen. Ja. Und später können wir ja dann noch die anderen Marken. Es gibt wirklich genug Marken. Es gab früher, vor 130 Jahren gab es, oder 120 Jahren, 110 Jahren, wie auch immer, es gab so viele unendliche Marken, die heute kaum noch ein, ich sag's mal direkt, ein Schwein kennt. Das ist einfach so. Meistens waren einfache Namen wie Müller Mobile oder sowas, oder De Williams oder sowas, keine Ahnung. Also es waren jetzt bloß Fantasienamen, aber so in der Richtung müsst ihr euch das vorstellen. Ja. Viele Namen, zum Beispiel, wenn man das, die Geschichte von Burgwart nimmt, ihr wisst ja, das sind, war das Burgwart? Ja, das war natürlich ein schönes Unternehmen, ne? Oder Wanderer oder auch Horch. Und was sind sie geworden am Ende irgendwo? Ich weiß gar nicht, was die vierte war, war das NSU? Die sind dann irgendwann zu Audi geworden, ja. Einfach Marken vereinigt und dann war es Audi. Gucken wir mal rein. Ausgezeichnet ist der. Wie können die Unterschiede so sein, ne? Wie kann es zu solchen Unterschieden kommen? Der ist unbekannt, der ist schlecht. Ja. Das kann schon mal passieren, Leute, dass der schlecht ist. Ja, das ist ein Montagsmodell. Das kennt man aus der Realität auch. Dann ist das so.
Gut, Leute, ich gehe mal hier ein bisschen in die Bremse. Wir haben 57 Stromverbrauch, das heißt, wir haben 114 Strom im Monat. Momentan machen wir trotzdem Gewinn durch die guten Preise, die es erwirkt, das Auto. Aber ich sage auch, wir haben 70% und es funktioniert. Ja. Wir haben von dem Auto letztes Jahr ungefähr 10 Stück verkauft. Dieses Jahr haben wir schon 6 verkauft. Wir sind im 5. Monat, das heißt, wir werden auf 12, 13, 14 kommen. Eine Steigerung hier von gut 10-20% gegenüber dem Vorjahr. Die Produktion haben wir auch gesteigert, also es ist mehr möglich. Vielleicht kommen wir auch auf 15 Fahrzeuge, ich weiß es nicht genau. Wir werden das sehen, aber ich finde es auf alle Fälle irgendwie spannend, das Ganze hier. Trotzdem, auch mit dem ganzen Rumgedödel hier. Ich finde es cool, also mir gefällt das schon. Aber es sind eben, wie der ein oder andere von euch das beschrieben hat, es gibt so gewisse Dinge, die hauen einfach nicht hin. Fließband um 1890 geht einfach nicht. Preise, dass ich auch nicht Absatzmärkte hier selber wählen kann, dass ich hier auf diese Käufer eingebunden bin, die dann hier reinkommen. Ich kann das zwar mit Forschung dann alles ein bisschen schön machen und so, aber unterm Strich, wer kennt denn vielleicht noch das Spiel aus, ich glaube in den 90er Jahren habe ich das selber gespielt auf meinem kleinen Rechner, Prototype. Das fand ich cool, da konntest du deine eigenen Händler, da konntest du die erweitern, dann konntest du das mit dem Modellpreis wählen, je nach Region. Was weiß ich, Südafrika hast du, weiß gar nicht, war da Afrika drauf oder war Südafrika oder war das bloß... Oder Südamerika. Oder war das bloß Europa? Ich glaube, es war bloß Deutschland und Europa. Ne? Aber da konntest du eben in Italien einen anderen Preis machen als in Deutschland zum Beispiel. Und so. Und das ja, hat irgendwie auch Spaß gemacht. Ich glaube, du konntest nur die Hauptstädte. In Deutschland konntest du mehrere Städte und in den anderen konntest du nur die Hauptstädte nehmen. Ne? Ich weiß es nicht mehr. Und dann hast du eben deine Außenposten, deine Filialen da gemacht. Der ist schlecht, der ist ausgezeichnet. Ja, den hätte ich auch gekauft an ihrer Stelle. Gute Wahl, kommen Sie wieder. Ja, wir hätten noch einen schlechten im Angebot als für die Frau oder so. Die kann vielleicht sowieso nicht fahren, man weiß es nicht. Möchte mich an dieser Stelle bei allen Frauen entschuldigen. Das war ein Scherz, also ich bitte das auch so aufzufassen. ja. Wie gesagt, Männer können auch nicht alles, ne? Viele können nicht kochen oder haben Geschmack vielleicht für Mode. Das ist auch ein Punkt, ja. So, okay, also ich werde mal diese Produktion werde ich erstmal so lassen, dass das erstmal so weiterläuft. Ich werde als nächstes eine Produktion für den Weißen auf alle Fälle vielleicht umstellen, dass wir mit dem Weißen hier mehr produzieren und das werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Wir werden uns in der nächsten Folge ein, zwei neue Gebäude anschauen, die wir im Forschungsbaum haben, da muss ich mal gucken, und zwar hier hinten die Reparaturwerkstatt und die Lackierstation und vielleicht haben wir noch ein anderes Gebäude. Ich hätte gedacht, wir hätten noch ein anderes irgendwo. Strom können wir mal überlegen, das lohnt sich jetzt. Jetzt fangen wir langsam in die Region an, wo es sich lohnt. Mit 114 pro Monat sind wir bei 1300, 1400. Was haben wir hier? Dollar pro Jahr, die wir an Strom ausgeben. Also dafür können wir dann auch langsam die Energieversorgung bauen. Das Problem ist, wir haben wohl nicht genug Platz. Naja gut, hier ist noch gut. Ne? Ich würde gerne das Gebäude eigentlich noch ein Stück nach vorne ziehen und würde vielleicht auf 5 Produktionsstraßen gehen. Das weiß ich aber noch nicht genau. Das wäre eigentlich so mein Ziel. Das heißt, wir müssten das dann ein bisschen vorverlegen und hier würde ich trotzdem nochmal eine 6. Verkaufsstation mit reinnehmen. Ja, mal gucken, ob wir die vielleicht auch schon jetzt nochmal mitbauen können. Oder, nee, Zeit ist rum. Ich will es nicht so lang machen. Ich hoffe, es hat gefallen und ich hoffe, es hat ein paar Fragen geklärt. Es musste sein, denn Fragen sind ja schließlich dafür da, dass man sie aufklärt oder gewisse Informationen weitergibt. Ich muss aber auch nochmal sagen, das ist dann jetzt mein Abschiedswort. Let's Plays sind immer eine besondere Sache und jeder, der weiß oder Let's Plays schon mal gemacht hat, das ist Multitasking in Vollendung eigentlich. Dann konzentriert sich aufs Spiel, dass es hier weitergeht, dass man keinen Fehler macht, dass das läuft. Man redet, man unterhält, man hat einen Gedanken, den man verfolgt und euch erzählt. Nebenbei guckt man auch, ob die Aufnahme läuft, ob die Kasse hier unten stimmt, gewisse Abläufe, ob das passt, ob das funktioniert hier. Also es sind 7, 8, 9, 10, keine Ahnung wie viele Dinge, vielleicht sind es auch plus 3. Es ist was anderes, als wenn ihr selber am Computer spielt und dann übersieht man auch mal was, sagt falsch was. Am Ende beim Schneiden merkt man dann, dass man völligen Quatsch geredet hat, das weiß man dann selber. Aber dann ist es zu spät und man nimmt das nicht mehr neu auf oder tut das dann irgendwie mit Einblendungen, kann man das machen. Aber man kann ja nicht 40 Einblendungen in einer Folge, weil man die ganze Folge Gülle geredet hat oder was auch immer. Also von daher ist es dann halt auch mal so. Dafür haben manchmal die Zuschauer vielleicht kein Verständnis, dass es so ist.
Und wie gesagt, das ist über eine Stunde. Ja, ich war heute auch arbeiten. Ich habe es schon erwähnt. Und trotzdem, glaube ich, ist das heute sehr flüssig gegangen. Ich freue mich auch, dass die Folge... Ich habe, wie gesagt, mir 2, 4, 6, 7 Anstriche gemacht, die ich am Anfang euch ja sagen wollte. Ja, das fängt zum Beispiel an, um es mal zu sagen. Danke an alle, danke an die Kommentare. Sonntagaufnahme 5 Teile. Forschung, Verkäufe, Werbung und rechte Seite Fabrik in innerer Monk ändern. Das waren so meine Stichpunkte und das war das, was ich mache, ist einfach auch geschuldet, weil ich, wie gesagt, heute von Arbeit komme. Und damit das dann auch alles läuft, hatte ich mir kurz die Zeit genommen, ein paar Stichpunkte zu machen. Ja, aber wie gesagt, es ist nicht so, wie wenn ihr das selber spielt, 5 Stunden und dann alles über das Spiel wisst. So ist es halt bei einem Let's Play nicht. Man findet das dann mit euch gemeinsam raus. Viele mögen das und... Für alle die, die vielleicht kein Verständnis haben, dass ich nicht auf 70% gehe, den sage ich mal hier unten, die Kasse, wir haben 50% mehr Kohle in der Kasse, wir haben eine Produktionsschiene gebaut, die ungefähr 15.000 bis 20.000 wert ist, würde ich sagen, und die uns gut Geld bringt. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Ich freue mich morgen auf die nächste Folge mit euch. Ich hoffe, die läuft genauso gut von meiner Seite her. Und dann würde ich sagen, Wochenende habe ich wieder mehr Zeit. Da habe ich frei, ich kann mir einen Dienstplan selber mir gestalten und für meine untergebenen Mitarbeiter. Und diesen Monat ist, wie gesagt, immer noch Urlaub August und mein Kollege und Stellvertreter ist nicht da. Deswegen muss ich momentan Tagschichten in der Woche schieben und kann nicht am Wochenende arbeiten. Es ist halt so. Ich habe eine rollende Woche, 60 bis 80 Stunden, ich sag's nochmal. Und am Ende kommt halt dieses Let's Play so raus. Oder andere Let's Plays. Und das ist es dann. Es ist vielleicht nicht unbedingt schlechter als andere, die es machen. In manchen Dingen bin ich davon überzeugt, ist es auch besser und intensiver. Und deswegen bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei euch für diesen Ansturm auf die ersten 5 Teile. Und ich hoffe, das hält an, weil das freut mich und das, da weiß ich auch, wofür ich das mache. Na, das geht jedem so. Ich sag mal, irgendwo ist es ja eine Kunst, die man hier macht und jeder Künstler freut sich über einen Applaus. Das ist einfach so, kommt dann nochmal auf die Bühne zurück, weil es einfach das eigene Ego stärkt. Und so ist es auch hier. Wenn ihr euch das anschaut, dann lohnt sich das für mich halt auch. Und nun habe ich genug geredet. Wir sehen uns hoffentlich morgen in der nächsten Folge wieder. Zum Sonnabend müsste das dann sein. Das ist hier die Freitagsfolge. Und deswegen sage ich vielen Dank. Macht's gut. Bleibt gesund. Jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.